Hallo und herzlich willkommen zurück bei Star Citizen. Ja, beim letzten Mal haben wir uns ja angeschaut, wie sich die Miss Prospector in den Atmosphären so schlägt. Und heute setzen wir das Ganze fort und schauen uns einmal die Argo Mole an. Das Ganze dürfte noch ein bisschen spannender werden als bei der Prospector, weil, naja, bei der Prospector kann ich ja immer noch während des Minings den Kurs korrigieren, ne, logisch. Wenn ich aber mit der Argo Mole alleine unterwegs bin, so wie ich gerade, habe ich das Problem, dass ich ja nicht im Pilotensitz sitze, während ich abbaue. Ich muss dann hier unten in meinen Mining-Turm rein. Und wenn dann das Schiff kippen sollte oder irgendwas Blödes passiert, dann stehe ich natürlich ganz, ganz dumm da. Oder besser gesagt, ich kippe dann ganz, ganz dumm weg. So, das wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Wie fliegt sich die Argo Mole in Atmosphären? Was muss ich beachten mit den VTOL-Thrustern und so weiter und so fort? So, wir fangen natürlich hier an bei Hurston, dem großen Planeten, und gucken mal, was hier passiert. Und ihr seht schon an der Schiffsmitte, das ist übrigens unten dieses kleine Klammerding da, dass ich gerade falle. Ich bin nicht offen, also ich habe kein Gas an, nichts. So, das heißt, die Frage lautet, wieso falle ich? Wahrscheinlich, weil ich keine VTOLs anhabe. Ich muss mal kurz mit dem Afterburner gegenbremsen. Das war hier gerade stehen. Also, ihr habt es gerade gesehen, wir testen das nochmal gleich in Ruhe. Er bremst ganz langsam. So, jetzt stehen wir hier da. Und ich habe jetzt hier, also wir haben hier diese schwarzen. Ne? Diese beiden schwarzen rechts und links. Die können wir ja runterdrehen. Und dann haben wir entsprechende Schubkraft nach unten. Das gleiche gilt auch für die beiden vorderen orangenen. So, jetzt mache ich das nochmal ganz kurz weg. Und wir schauen mal, ob wir ohne VTOL-Thruster runterfallen. Drücken wir also drauf. Und ihr seht, die Thruster oben gehen auf 100% und wir fangen an zu fallen, obwohl ich nichts gemacht habe, außer die VTOLs aus. Jetzt mache ich es schnell wieder an. Und ihr seht, wir verlangsamen und kommen langsam wieder zum Stillstand. Mit dem Afterburner könnte man es noch ein bisschen beschleunigen, aber das geht auf jeden Fall. So, irgendwie fahren wir trotzdem noch ein bisschen runter, ich glaube, weil ich noch ein bisschen schief stehe oder weil irgendwas rumbackt. Ja, hier steht irgendwie noch eine 1, ich weiß nicht, warum da eine 1 steht. Aber so funktioniert es auf jeden Fall. Okay. Das heißt, erste Frage schon beantwortet. Wir können, zumindest auf dem Planeten, nicht ohne VTOL-Thruster rumfliegen. Wir würden immer runterfallen. Jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn ich ein bisschen Gas gebe. So, ich gebe Gas. Und im Gegensatz zur Prospector falle ich jetzt, obwohl ich Gas gebe, nicht nach vorne runter. Das ist schon mal sehr, sehr angenehm. Ich habe euch beim letzten Video gesagt, ich gehe davon aus, dass das bei Prospector ein Fehler ist, weil es ungewöhnlich ist, dass man einfach nach vorne runter kippt aus irgendeinem Grund. Macht eigentlich keinen Sinn. Auf jeden Fall, hier ist es nicht so. Also ich kann hier ganz normal fliegen, ich kann auch Gas geben, Afterburner auch und nichts passiert. Es hält sich schön gerade, fliegt sich also in dem Fall schon mal sehr, sehr nett. Okay, lenken wir mal ein bisschen. Und ihr müsst immer auf die Schiffsmitte achten, wie das Schiff quasi mitkommt, wenn ich lenke. Also ich lenke es wirklich nur ganz leicht, ich sitze an meiner Maus und es kommt langsam mit. Also es funktioniert und es dreht sich auch nicht irgendwie komisch weg. Es ist relativ ruhig gerade, muss ich sagen. Also es fühlt sich sehr, sehr ruhig und ja, behäbig an wie so ein dicker, fetter Bus quasi. Aber es funktioniert. Kann ich hier auf jeden Fall machen. Das klappt. Sehr schön. Ich kann mich jetzt natürlich auch, genauso wie mit der Prospector oder mit anderen VTOL-Raumschiffen, so drehen, dass die Triebwerke hier quasi nach, zum Beispiel nach rechts gestellt werden und ich diese Schubkraft zum Lenken benutze. Ne? Zeige ich mal ganz kurz, drehe mich so ein bisschen herum und dann müsste er jetzt ein bisschen schneller mitkommen. Das ist ungefähr der gleiche Abstand, den ich gerade eben auch hatte. Und ihr seht, es geht ein bisschen besser, wenn ich mich noch mehr drehe, dann kommt er natürlich noch besser mit. So. Das geht natürlich nur begrenzt, irgendwann fange ich an zu fallen, aber es geht auf jeden Fall sehr, also es ist sehr, sehr angenehm, ich muss es zugeben, es ist extrem angenehm, viel, viel ruhiger als mit der Prospector, testet es auch gerne mal selber aus, falls ihr eine Mole habt oder euch eine ausgeliehen habt oder gekauft habt, einfach mal testen, fliegt sich sehr, 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 sehr viel besser als die Prospector. Okay, jetzt wollen wir einmal kurz schauen, wie das Ganze ist, wenn ich jetzt theoretisch minern würde. Wie gesagt, ich will jetzt nicht großartig minern, aber mal so ein bisschen... Ob ich einen Stein finde, sonst tue ich wieder, wie beim letzten Video, nur so, als wäre da was. Ich scanne nochmal. Das fliegt sich wirklich nett. Ich muss da auch noch ein bisschen rumreiten. Also bei der Prospector müssen Sie bitte, liebes CRG, die Prospector läuft nicht gut. Bitte macht das anders. Oh, guck mal, da haben wir was gefunden. Dann drehe ich mich mal direkt darüber. So. Schön ruhig das Ding. Es kommt schön mit. Also wirklich nett. Die Prospector ist so ein bisschen happelig, zappelig. Der ist nicht so geil. Aber ich glaube, wir werden hier jetzt nichts abbauen können.
Das sieht mir verdächtig nach Dingens aus. Ja. Okay, egal. Ich tue jetzt mal so, als wäre jetzt hier ein Stein. Also, wir nehmen an, hier unten wäre jetzt ein abbaubarer Stein. So. Jetzt drücke ich mal auf die Z-Taste. Ich stehe ja relativ gerade. Leicht geneigt. Dürfte aber an sich kein Problem sein. Und wir sehen... Aha. Ich brauche gar nicht runtergehen. Ihr seht es schon von hier aus. Das Schiff fängt an, sich von alleine wegzubewegen. Ihr seht es hoffentlich auch ganz gut, ne? So leicht nach schräg hinten links. Vermutlich, weil von rechts der Wind kommt. Ist halt die Frage, ob wir das Problem lösen können, weil wenn wir das nicht lösen können, dann würde das automatisch bedeuten, dass Solo-Mining mit der Argomole unmöglich wird. So, ich versuch's mal, indem ich mich einfach jetzt ein bisschen anders drehe. Ich gehe mal hier auf die Nullstellung komplett. So. Ich glaube, ich bewege mich immer noch. Ja, ihr seht es unten links, so ein bisschen an den Gebüschen. Also es steht eigentlich, also steht komischerweise nicht so ganz ruhig. Auch das ist, soweit ich das weiß, ein Bug. Denn normalerweise, die Triebwerkspower ist ja vorhanden, ist ja gar kein Problem an sich. Normalerweise dürfte ich mich hier nicht bewegen. Der Wind kommt quasi von dieser Richtung hier, von dort, und schiebt mich quasi dahinter. Das ist bei allen Schiffen aktuell der Fall. Und natürlich beim Mining unerträglich. Wir hatten das auch im Livestream gehabt. Mit der Prospector. Ich zeig's mal, ich gehe mal hier so hin. Und ihr seht das, ne? Es ist jetzt nicht mega, mega stark, aber es ist doch so stark, dass ich beim Mining irgendwie wegrutsche. Und das dauert ja auch eine Weile. Wurde ich wieder ein bisschen vorgeschoben. Ja. Also da müssen sie auf jeden Fall nochmal patchen. Ich weiß nicht, ob das ein Dauerzustand ist. Ich kann es jetzt nicht tausendmal testen. Testet es wieder gerne mal bei euch, ob das auch so ist. Auf jeden Fall, wenn das der Fall ist, ich kann es mal ganz kurz zeigen. Der Vollständigkeit halber machen wir es mal. Ich gehe mal jetzt hier währenddessen runter, theoretisch, ne? So würde man ja mit der Argomole solo minen, wenn man das denn machen möchte. Wie gesagt, die meisten werden die Prospector benutzen, jeder wie er will. Aber manche möchten ja gerne mit der Mole solo minen, weil wir hatten das ja mal durchgerechnet und es rentiert sich aktuell zumindest schon, das zu machen. Und ihr seht, er rutscht halt weg. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie stark das Ganze ist, um da mal ein kleines Gefühl zu bekommen. Ich gehe mal in den... Achso, ich muss hier mal aktivieren. Ohr on. So, wir nehmen mal an... hier unten wäre jetzt mein Stein. Wir orientieren uns... Achso. Wir orientieren uns mal dort an diese Pflanze. Achso. Ja, das Interface ist immer noch schief hier. Geil. Okay, wir orientieren uns mal... Warte mal, wir orientieren uns mal an dieser Pflanze hier. So, warte. Kurz drauf meinern. So, mal gucken, wie lange das ungefähr dauert. Bis uns der Wind weggeweht hat. Ja, seht ihr. Und schon ist es quasi außen Sicht, also aus dem Laser raus. Also... Je nachdem, wie lange ihr minert, das ist schon eine ganz schöne Strecke, die hat währenddessen zurückgelegt. Also man kann das machen, ihr müsst dann halt damit quasi so ein bisschen rechnen und müsst halt immer selber nachjustieren. Also es hält sich noch in Grenzen. Ich denke, es würde noch gerade so durchgehen, dass ihr einen Stein abbauen könnt. Irgendwann seid ihr halt out of range, logischerweise. Dann geht's halt nicht mehr. Ich glaube, meine Musik ist zu laut. Warte mal. So. Genau. Abbauen, das ist dann alles kein Problem, aber ja, müsst ihr auf jeden Fall, also das müsst ihr auf jeden Fall mit bedenken, zumindest auf dem Planeten Hurston ist es aktuell so, wie gesagt, ich will jetzt keine allgemeingültigen Aussagen treffen, aber da haben wir es jedenfalls mal so getestet. Jetzt schauen wir uns mal an, wie weit ich mich eigentlich neigen kann, wobei das bei der Mole im Grunde genommen fast egal ist, weil ihr stellt euch bei der Mole ja immer so hin, dass ihr dann mit dem Mining-Turm rankommt und das heißt eigentlich genauso, wie ich es auch gemacht habe. Über den Stein, also der Stein befindet sich quasi ungefähr da. Wenn der Stein sich ungefähr dort befindet, dann habt ihr alles richtig gemacht, dann könnt ihr auch den abbauen, das funktioniert. Also Schrägstellen ist quasi irrelevant bei der Mole, trotzdem testen wir es mal, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen, ob wir kippen würden. So, also Thruster sind bei 82%, ich neige mich mal, wir gucken mal, ob es steigt oder nicht. Es fällt sogar leicht. 80%, also tut sich hier eigentlich jetzt fast nichts, ne? Ihr seht's. Das liegt natürlich auch daran, dass das Ding hier ein halbes Triebwerk ist. Also hier ist ja fast nur Triebwerk. Ne? So, wir gucken mal weiter. Jetzt steigt es langsam an. Gucken mal. Aha, jetzt könnte es dann jetzt gleich runterfallen. Ich mache mal ein bisschen langsamer. Also, gerade stellen. Noch fallen wir nicht. Jetzt fallen wir. Ja. Also bei einer Neigung von 45 Grad oder mehr fangen wir an runterzufallen. Gut, ihr neigt euch niemals um 45 Grad, beim Mining zumindest nicht, aber da wisst ihr es zumindest. Also das ist ungefähr die Größe, das gleiche Spielchen können wir jetzt nochmal nach oben machen. Gucken wir mal, wann es da losgeht.
Hier passiert erstmal noch gar nichts. 0, 0, 0, 0. Da dürfte auch eigentlich nichts passieren. Erst ab einer extremen. Ja, ja, ja. Also ihr seht, ich kann mich hier wirklich 90 Grad hochdrehen. Okay, ich drehe mich wieder runter, sonst falle ich nämlich. So, also das ist kein Problem. Das liegt natürlich daran. Warte kurz. Einmal gerade stellen. Dass wir natürlich hier hinten diese großen Triebwerke haben. Hier dieses Vierergespann, da ist genug Power da. Das ist also alles überhaupt kein Problem. Okay, Links-Rechts-Drehung machen wir auch nicht. Ich zeige es trotzdem kurz. Gucken, ob wir da irgendwie fallen. Ja, hier kommt's, hier geht es recht schnell hoch. Und ich glaube, ich rutsche schon nach unten. Ja, ich rutsche schon. Also, das sind so 20 Grad nach links. Nach rechts ist genau das gleiche. Ist egal. Also, im Grunde genommen könnt ihr sauber fliegen. Sagen wir es mal so. Ja, die Mole auf dem Planeten, überhaupt gar kein Problem. Aber, Obacht, 81% Hydro. Wir sind jetzt hier gerade mal 10 Minuten oder so auf dem Planeten. Also in 10 Minuten 20% Hydrogen verbraucht und kaum geflogen. Also quasi nur rumgestanden. Könnt ihr mal durchrechnen, mal so im Kopf, wie lange ihr dann Sprit habt. Also das ist definitiv zu berücksichtigen. Der hält nicht so lange wie bei der Prospector. Gut, ich mache einen kleinen Cut. Und würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, denn wir testen das Ganze natürlich auch nochmal auf dem Mond. Und gucken mal, ob dort die Situation eine andere ist, auch gerade was dieses Drehen angeht. Gucken wir uns mal oben an. Also, bis gleich. So, da sind wir auf dem Planeten, nee, Quatsch, auf dem Planeten, auf dem Mond Magda angekommen. Und wir schauen mal, wie das Ganze jetzt hier wohl sein wird. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe, ihr seht es gerade schon, ich habe noch keine VTOLs aktiviert. Ich fliege also noch ganz normal. Werde aber jetzt gleich mal hier stehen bleiben und schauen, ob wir hier irgendwie Probleme bekommen. Beim, na, quasi normalen Fliegen sozusagen. Afterburner ein bisschen bremsen. Da sind wir auch schon einen Stein. Hat es gerade ordentlich geknallt, den Triebwerken. Da ist wohl eine Sicherung rausgeflogen. Ja, bremst doch. Er bremst auch langsam teilweise. Ja, was hat er denn? So. Also, wir stehen und wir fallen nicht. Es ist alles cool. Kein Problem. Also, hier braucht ihr offenbar die VTOL Thruster nicht. Zumindest nicht unbedingt. Ich sage auch immer ganz ehrlich, wenn ihr sie nicht braucht, dann nutzt sie auch nicht unbedingt. Also, sie sollten schon einen Vorteil bringen oder... Ich weiß nicht, ne? Es hat schon seinen Sinn ansonsten, dass die Triebwerke so gestellt sind. Normalerweise braucht ihr nämlich gar nicht so viel Power nach unten, wie ihr durch die VTOL es bekommt, ne? Also, hier brauchen wir sie nicht. Das heißt, wir können auch ganz normal fliegen. Wir werden sie trotzdem gleich mal aktivieren. Und hier unten ist ein Stein, der mir direkt angezeigt wird. So ein Zufall. Wo ist denn der? Da ist er. Den schnappe ich mir mal. So. Ja, wir fliegen mal ran und gucken mal, wie es hier ist mit den Kippen. Vermutlich, das ist jedenfalls das, was ich hier mir vorstelle, dürfte nicht allzu viel passieren. Oh, das Bremsen ist aber sehr, sehr langsam. Auf jeden Fall bei dem Schiff, da müsst ihr aufpassen. Aber geht. Ja, vielleicht können wir den auch mal abbauen direkt. Frage ist ja, rutschen wir hier oder rutschen wir nicht? So, ich gehe noch ein bisschen weiter runter. Also es fliegt sich ansonsten wirklich, also abgesehen vom Bremsweg, ist das ganz fantastisches Fliegen hier. So, mal kurz mal ausrichten hier. Na, ein Stückchen näher ran können wir auf jeden Fall noch. Ich habe es auch gar nicht gescannt. Ich baue einfach mal spaßeshalber ab. So, noch ein bisschen runter vielleicht. Na, ihr müsst es halt immer, ihr wisst ja bei der Maul, ich will es nicht immer ewig zeigen, aber ihr müsst euch immer so ein bisschen dann ausrichten, dass der mittlere Turm, wenn ihr euch da reinsetzt, da ordentlich rankommt an alles. Aber so sieht es doch ganz gut aus. So, die Frage ist, rutschen wir jetzt hier weg oder nicht? Ich bleib mal so stehen. Und es sieht erstmal, also erstmal sieht es ganz gut aus. Ich mach mal kurz die VTOL Thruster an. Na hier, die hier. Gucken wir, ob wir jetzt irgendwie rutschen. Ob es vielleicht an denen liegt. Aber auch da rutschen wir nicht. Es ist auch kein Wind oder so, der uns wegträgt. Also, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Wind ist auf dem Mond, wenn da starker Sturm ist. Könnte sein, dass es dann auch passiert. Ich weiß nicht genau, ob es am Wind liegt oder an den VTOLs. Ich denke mal an der Kombination von beiden. Aber ich packe die VTOLs wieder ein. Ne? Und wir gehen mal runter in den Turm und schauen uns das Ganze mal an, ob das so funktioniert. Aber ich habe eigentlich da keinen Zweifel dran. Also wenn ich jetzt hier schaue, da bewegt sich gar nichts. Ne? Bleibt schön stehen und dann gehe ich mal runter und wir gucken mal. Ich habe mir einen Helix-Laser dran. Speziell extra gemacht. Wir gucken mal ganz kurz. Geht da fix? Ich will auch jetzt hier nicht ewig meinern, nur mal ganz kurz eine Runde. Ob alles hier noch sauber läuft. Die Mole ist ja mein persönliches Lieblings-Mining-Schiff.
Ich weiß, es gibt nur zwei, aber ich finde die super. Egal ob Solo oder also Gruppe. Übrigens, denkt dran, wenn ihr die habt und ihr wollt nicht Solo minern, sondern als Gruppe, ihr könnt jetzt eure Leute bezahlen, ne? Mit der Trading App. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. So, Shale Depositit, Agrizium, Aluminium, ja, okay. Ich bohr mal ganz kurz an. Wer sieht, das klappt hier eigentlich einwandfrei. Überhaupt gar kein Problem. Mal gucken, wie er gleich bricht und ob es irgendwie runterfällt auf dem Mond. Das ist manchmal so ein bisschen nervig, wenn es zu weit fällt. Aber das passt schon normalerweise. So, zack. Ich habe mir eigentlich noch genügend Spiel gelassen, also das müsste alles funktionieren. Und die dicken Brocken hier, da fallen sie auseinander. Sieht schon schön aus. Aber die rutschen tatsächlich hier so weit. Ah, wobei. Ah doch, ich komme noch locker ran hier. Wenn die hier aufhören würden, jetzt hier rumzurutschen, das würden sie 10 Gramm wiegen. Ich glaube, das sind keine Steine, das sind Kakaobohnen. So. Mal kurz den hier anbohren. So, alles klar. Ja, es klingt wirklich super. Kann man sich nicht beschweren. Auf jeden Fall besser als bei der Prospect. Aber wie gesagt, das ist aus meiner Sicht ein Bug, wie die sich aktuell fliegt. Das ist ein bisschen komisch. So, jetzt kann ich hier easy abbauen. Das würde jetzt kein Mensch mitnehmen normalerweise, aber ich will es nur mal kurz zeigen. Klappt hier einmal frei. Wobei ich sagen muss, die Maus ist doch ein bisschen sehr träge hier irgendwie in diesem Mining-Turm. Die ist so wie im Raumschiff gemacht. Das hat mir vorher tatsächlich besser gefallen. Oh, geht aber. Wie bin ich jetzt hier gerade gedreht? Okay, die Third-Person-Ansicht spackt hier rum im Mining-Laser. Hat wohl Laser? Ach, na gut. Auf jeden Fall, ihr seht's, ne? Ich kann hier wirklich mich auch weit drehen. Ich weiß gar nicht, haben die das Spiel hier ein bisschen nochmal verändert? Es fühlt sich so an. Ich habe das Gefühl, ich kann weiter nach hinten mich drehen als vorher. Hier ist übrigens die Tür. Also da bin ich vorne rausgekommen, um in diesen Turm einzusteigen. Also da kann ich wirklich fast rundum kann ich minern. Das ist echt cool. Echt großes Spiel. Okay, ja, funktioniert. Kann man machen. Nichts rutscht weg, also einmal frei. Testet das gerne mal aus. Testet gerne mal aus, wie es bei euch so läuft, gerade auf dem Planeten mit Sturm. Ob ihr da auch die Probleme habt mit dem Rutschen. Ihr wisst ja, wie bei Harry Potter, das Rutschen und Wedeln. Aber ansonsten geht das einfach frei. So, jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwie rumkippen. Oder nicht. So. Aber dürfte, wie gesagt, hier nicht der Fall sein, weil der Mond wiegt, also lässt uns ja weniger wiegen. Thruster sind bei 44. Na, wir gucken mal. Ich bin ein bisschen höher in der Nase, dass ich nicht unten im Dreck wühle gleich. So. Irgendwie ist mein Interface verschoben. Kommt das wieder rüber? Ne, es will nicht. Hallo, Interface? Ah, jetzt. So, also 40% Thruster. Gucken, ob wir hier auch wirklich frei schweben können oder ob wir hier einen Punkt haben, wo wir runterfallen. Sieht noch sehr, sehr gut aus. So, jetzt sind wir schon quasi auf dem Kopf. Leistung nimmt sogar ab hier, die wir brauchen, also da passiert nichts. Also auf dem Mond könnt ihr wirklich sehr, sehr frei fliegen. Verbraucht übrigens auch wesentlich weniger Sprit, also wer spritsparend meinen will, umweltfreundlich quasi ist, der sollte auf den Mond gehen. Auch links, rechts gedreht, gar kein Problem. Also, da haben wir überhaupt gar keinen Stress. Ja, also, das ist die Argo Mole in Atmosphären und auch ein bisschen bei Wetter. Schreibt mir gerne mal euer Feedback dazu in die Kommentare. Ob das so für euch okay ist, aber ich muss sagen, also mein Feedback dazu, meine Meinung dazu ist, die Mole, Daumen hoch, einwandfrei, Prospector, vielleicht wirklich nochmal ordentlich drüber polieren, CIG, die fliegt sich manchmal noch wie, als das so ein bisschen Tollwut und will einfach irgendwo hin, wo man selber gar nicht hin will, wie ein Fähnchen im Wind teilweise. Das ist ein bisschen kurios. Das sollte man auf jeden Fall nochmal fixen. Das geht nämlich nicht. Ein Mining-Schiff, und das ist, will ich noch zum Abschluss sagen, ein Mining-Schiff muss auch storytechnisch so gebaut sein, dass es stabil minern kann. Auf Planeten, auf Monden oder auch bei Asteroiden. Auch bei Wind und Wetter. Ansonsten braucht man ja kein Mining-Schiff bauen. Ne? Und jeder Hersteller, der ein Mining-Schiff baut, würde darauf achten, dass es funktioniert. Insofern
nochmal drüber polieren über die Prospector, dann soll es auch funktionieren. Vorher ging es ja auch ganz gut. Und ansonsten die Argomole jetzt aktuell. So flickt sich's genau richtig. Ist absolut perfekt. Okay, das soll auch gewesen sein. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Degrees. Last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished it would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down on your own?